Ein wunderschönes Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Das Ende der Welt suchen. Männchen. Na dann gehen wir zum ersten Mal in ein Gebiet, wo wir mindestens schon lange nicht mehr waren. Ich glaube, wir waren mal in dem Gebiet, um uns ein bisschen Sandstein zu suchen. Wobei diese extrem Silbersandige kann ich mir gar nicht. Weiß ich gar nicht, ob wir hier überhaupt schon mal in so einem Biom waren. Aber man sieht auch schon, hier wächst gar nichts. So, hier ist wirklich einfach. Einfach totes Gebiet. Da hinten wiederum ist wieder Schneegebiet. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich glaube nicht, dass Bananen oder Orangen im Schneegebiet wachsen, weil sind ja beides eher so südliche Früchte, also die so am Äquator rumwachsen, wo es warm ist. Also nicht das, was man jetzt unbedingt am Nordpol antreffen würde. Guck mal, nur da, guck mal, da ist wieder grün. Ist doch sehr praktisch, aber wir brauchen erstmal einen Punkt, wo wir pennen können. Wir bauen uns da hinten einfach mal in den Berg rein. Hat das Licht hier aus? Will pennen. Scheiße, aber auch. Oh, Toadie war on. Ja, war mal voll verpasst. Oh. Ja, neuer Tag, neues Glück oder irgendwie so. I don't know. Erstmal hier. Gucken wir mal, ob hier irgendwas ist, aber hier gibt es nur Sonnenblumen. Hier gibt es nicht mal normale Pflanzen. Geschweige denn neue Pflanzen, also Früchte, Obst, Gemüse. Essbare Sachen. Oh, doch, mal hier Wein. Ja. Das klingt mir nach einem riesen Reinfall. Brauchen wir alles nicht. Dazu können wir höchstens essen. Schmeckt zwar sehr scheiße so roh, aber hey. Hauptsache es füllt den Magen. Gut, dann gehen wir mal zu den Bäumen. Ich habe zwar kaum Hoffnung, dass da irgendwas wächst. Ich meine, zumindest sind da Bäume. Ist also ein nährreicher Boden. Von daher könnten hier natürlich auch Pflanzen wachsen. Aber ich sehe weit und breit gar nichts. Mann, dieser Schnee ist so laut, ey. Diese Stamina ist so aufbrauchend, ey. Warum ist mein Leben so scheiße, ey? Ich ja, vielleicht in Sumpfwald, aber in Sumpfwald waren wir ja schon, ne? Da haben wir auch nichts gefunden gehabt. Genau, hier wächst gar nichts an Obst oder Gemüse. Hier wächst nur Scheiße. Das ist auch schon wieder so extrem zerklafftes Gebiet, ey. Ich komme mal, jetzt schaffen wir das Gebiet zum Runden, wobei ich bin jetzt schon wieder im Wasser. Sieht nicht gut aus. Und dann sind auch so Berge, sieht auch nicht gut aus. Gott, die kommen ja nirgendwo durch. Ja, diese hässlichen Tannenbäume, Alter, ich hasse die so sehr. Mach einen nirgendwo lang, verfluchter Scheiße. Hier sieht es aus wie ein Durchbruch. Muss ich echt überall hochbauen. Weil die Bäume so dicht sind. Das ist abartig. Hast du dieses Biom?
schlimmer als die Wüste. In der Wüste kannst du wenigstens laufen. Oh. Apropos Wüste, das ist das Gegenteil. Da ist schon wieder Schneebiom. Die Sonne kommt von hinten, ne? Aktuell, genau, die müsste aktuell von hinten kommen. Gut, dann gehen wir erstmal in die Richtung und gehen dann in die später in die Richtung, da irgendwie so, I don't know. Wow. Wir laufen auf. Ja, auch vier Berge. Ich frage mich, ob so Bananenbäume so vielleicht in der Nähe von der Savanne wachsen. Also dieses, ne, mit diesem Gebiet, wo auch letztens da die Ananas drin gewachsen sind. So in der Nähe, also angrenzend an das Gebiet, ob da dann auch vielleicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch Gebiete existieren. Alter. Ja, wo es halt diese Bäume gibt. Oder die anderen beiden Pflanzen. Die wir auch noch nicht haben. Können wir direkt weiter schwimmen. Hier ist kein Durchkommen. Ich bin ja eher so der Typ, der so Flachland liebt. Das hier ist halt gar nicht meins, so. Halleluja-Berge habe ich noch nie gemocht. Kein Stück. Sieht ja alles so kacke aus. Oh, verdammt. So, mal gucken, ob wir hier neue Sachen sehen. Na du. Sieht nicht gut aus. Ich glaube, manchmal mache ein Ultimatum. Wenn ich in diesem, also jetzt in der Folge nichts Neues finde. Wow, leg doch mal. Danke. Dann melden wir uns mal in der nächsten Folge als Administrator an. Oder wir bleiben einfach bei dem Account und machen einfach Flight. Fliegen können wir ja, oder? Genau, fliegen können wir. Aber erstmal versuchen wir es noch legit zu machen. Aber das ist hier irgendwie alles sehr ernüchternd. Ich meine, jetzt können wir zumindest wieder ins Dschungelgebiet. Das heißt, ne, ist das genau das Gebiet, wo Orangen und Bananen wachsen, also in der Nähe wachsen würden. Denn so haben wir Palmen. Wer weiß, vielleicht ist das hier doch das Paradies. Wobei ich hier noch keine Jungfrauen sehe, geschweige denn 72 davon. Alter, da oben wieder die Halleluja-Berge. So, dann wollen wir mal gucken hier. So, Pflanzenvielfalt ist erstmal nicht außergewöhnlich, von dem, was ich so überblicken kann. Außergewöhnlich scheiße. Ja. Also eins die gleichen Pflanzen, wie sie bei uns wachsen. Das hier haben wir glaube ich auch schon. Ah ja, genau, das. Ja. Gut, wir gehen mal hier in den Strand, also da hinten zu dieser komischen Meerenge gehen wir mal. Und dann überqueren wir die und gehen wir da hinten noch die Insel ab. Aber es sieht hier alles so beschissen aus. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas finden. Ja gut.
Die Meerenge rückte gerade in ferner Zukunft. Warum ist hier dieser Berg im Weg? Das ist eine Pyramide. Eieiei. Oh. Gut, dann überqueren wir halt mal den Berg da oben. Überall Kürbisse. Frage ist, wo können wir ein bisschen rauf auf den Berg? Ist das hier? Achso. Spring doch mal, du Affe. Dieses Leben ist so grausam. Wo sind sie, die schönen Apfelsinen? Ach, Hermination. Mach ich wieder. So. Na, alles nur Pflanzen, die wir alle kennen. Nichts Neues hier. Oh. Sind wir gerade? Wo sind wir gerade? Die Sonne ist über uns und sie geht von. Ja, wir sind in die Richtung, also wir sind definitiv Richtung Spawn weg. Da muss also jemand schon mal ähnlich weit gelaufen sein. Lol. Ich schau mal ganz kurz, wo das Gebäude ist. Nicht, dass wir noch im Kreis laufen. Ich mache aber tatsächlich mal das Bild weg. Nicht, dass da dann irgendwelche Leute. Wir sind definitiv sehr weit vom Spawn weg. Auch wenn wir tatsächlich schon mal irgendwie falsch gelaufen scheinen sein dürften. Weil unsere X-Koordinate ist viel größer als die Y-Koordinate. Und dabei laufen wir diagonal. Also eigentlich müssen die beiden gleich groß sein. Dem ist aber nicht so. Gut, dann deaktiviere ich mal wieder die Koordinaten. So. Und mein Test. So. Gut. Ja. Gut, dann gehen wir mal dahin. Auch wenn ich auch hier wieder nichts Neues finde. Alles bloß die Pflanzen, die wir alle schon kennen. Oh, hier scheint jemand sehr aktiv zu bauen. Also vor kurzem erst. Schönes Gebäude. Ist sogar ein fucking Brunnen. Oh ja, und es ist ganz gut, dass ich das Gebiet nicht gezeigt habe, also die Koordinaten, weil das gesamte Ding ist nicht geschützt. Oh, da war sogar jemand mit der Technik-Mod. Da ist eine Batterie. Da. Und da ist ein. Achso, es ist bloß eine LV-Anlage. Ah, okay. Also bloß eine kleine Anlage. Nichts Besonderes. Aber immerhin hat er hier schon eine kleine Gartenanlage gebaut. Ist doch mal was Feines. So, wir gehen jetzt, wie gesagt, erstmal in die Richtung, denn da müsste ja die Meerenge sein, die wir von der Ferne gesehen haben. Da ist sogar wieder eine Pyramide.
Können wir auch gleich mal abklappern. Noch mehr Mäsewerkzeuge. Ach, die Ente. Dachte gerade, wieso? Läuft hier ein Monster rum? Jetzt habe ich hier so einen hässlichen Zeppelin in der Hand. Gut, Leute. Wir tun mal etwas für die Zukunft und etwas, woran sich Leute erinnern werden. Hier auf dieser kahlen Stelle, wo nichts ist, pflanzen wir einen Baum. Und schmeißen ein paar Pablette dazu. Weil YOLO. So, dann laufen wir mal Richtung dieser Pyramide und dann einfach weiter. Da vorne müsste nämlich die Meerenge sein. Mal gucken, was wir diesmal finden. Ich bin so aufgeregt. Oh. Das ist eine größere Pyramide. Ohne Kisten. Aber mit Zombies. Ey, gibt's doppelten Boden. So, den Zombie. Oh. Oh. Cool. Gibt's hier noch einen Boden? Nee, das war's. Gib mal her, meine Fackel. Ja, aber das, was der Zombie da macht, keine Ahnung. Der scheint die Orientierung verloren zu haben. So, hier, deine Steine kannst du wieder haben. Braucht keine Sau. Wow. Einfacher Sandstein. Ha, mit sowas können wir uns gar nicht zufrieden. Was ist das hier? Wüstensandstein. Geh mal kacken. So, wo haben wir die Sachen hingepackt? Hier haben wir die Sachen hingepackt. Da kommt ihr auch rein. Das kann auch weg. Ich packe dich mal nach da. So, na dann. Gucken wir mal, was uns dort auf der Insel erwartet. Das müsste die Insel sein, die wir vorhin gesehen haben. Ich glaube mittlerweile echt kaum, dass es hier noch ein Biom gibt mit Bananen oder Orangen. Ich schätze mal, das scheint eher ein Fehler zu sein, dass die Farming Mod einfach davon ausgeht, dass die Sachen vorhanden sind. Oder die Sachen versucht zu überschreiben für den Fall, dass es die Isarwheel Mod gibt. Und damit die Sachen auch generiert, wenn es die Isarwheel Mod gar nicht gibt. Irgendwie sowas. Was hier schon wieder für eine Missgeburt? Oh mein Gott, er hat Missgeburt gesagt. Böser Junge. Gibt's direkt Popoklatsche. Hey, komm her. Unerhört. Oh ja. Das hier ist auch Gebiet, was noch nicht erkundet wurde. Der Isarwheel Map Gen ist hier schon wieder echt hart am Flexen. Ah, und da kommen schon die ersten Pflanzen. Achso, wie esse ich die jetzt? Ich hatte es noch gar nicht nötig. Oh, da vorne ist was Neues. Hey, Ali, jetzt bloß eine Rose. Ah, und Bäume. Ja, na. Waren bloß mehr Sachen hintereinander, deswegen sah es so komisch aus von der Weite.
So, jetzt kommen wir wieder ins Dschungelgebiet. Da bin ich mal gespannt, ob hier vielleicht irgendwas. Besonderes ist. Hier ist zumindest Farmstamm. Hier wollte mal einen Erwachsenen scheinbar. Hat aber nicht geschafft. Draußen ist gerade schon wieder stürmisch. Holy shit, Alter. Ja, nix hier pflanzen. Was noch für ein Scheiß? Sag mal, da geht der Makaroni. Und hier ist wieder Savanne. Die perfekte Kombi hier gerade. Also wenn hier keine Orangen oder Bananen wachsen, dann weiß ich auch nicht. Eine bessere Kombi von Biomen kann es gar nicht geben. Und dann ist es schon wieder Flachland. Mit normalem grünen Biom. Aber hier wachsen noch Palmen. Sehr suspekt, das Ganze. Hier sind wieder Black Babies. Da hinten ist wieder, war wieder richtige Savanne. Ich glaube, da gehen wir als nächstes hin. Aber wie gesagt, hier im grünen Biom, hier scheint es ja offensichtlich nichts in der Richtung zu geben. Guck mal, hier ist die Savanne. Sehr geil. Und da hinten wächst sogar wilde Baumwolle. Ach, hier auch. Ah. Seht ihr? Deswegen, also es gibt auch in der Savanne verschiedene Biome. Also kann durchaus sein, dass es in der Savanne auch Biome gibt, wo denn die Pflanzen wachsen, die wir noch nicht haben. Hier nochmal kurz rein nachgucken, aber hier ist auch nichts Besonderes. Was da hinten? Achso, Blackberries. Ah. Da schon wieder, weil die Blume direkt dahinter war, sah schon wieder von Weitem so komisch aus. So neu. Hier gut, da hinten schon wieder eine sehr interessante Formation. Gut, dann gehen wir einfach mal hier den Strand entlang und dann gucken wir mal da hinten, was da so abgeht. Wilde Baumwolle. So. Denn das ist sogar richtige Wüste. Klingt also auch vielversprechend. Und hier wächst richtig viel Baumwolle. Also mehr Abwechslung geht da quasi gar nicht. Aber wiederum wächst jetzt hier nur Baumwolle. Guck mal hinten. Oh, ach so, okay, ist wieder Ananas. Und damit ist das hier wieder diese andere Pflanze. Genau, ja, ist wieder die andere Pflanze. Ich auf den Berg rauf gehen, vielleicht haben wir hier schon einen Überblick. Okay, da hinten ist auch wieder Ananas. Ah, nee. Puh.
Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir mal die für die Folge Feierabend und in der nächsten Folge fangen wir dann mal an, einfach mal die Sonne müsste jetzt da runtergehen, richtig? Geht's denn das hoch oder geht's runter? Ja, genau, die geht da runter. Das heißt, genau, nächste Folge fangen wir an, einfach mal in die Richtung zu fliegen. Vielleicht haben wir ja, genau. Fast haben wir, glaube ich, auch. Ach nee, haben wir nicht. Okay, da müssen wir uns fast noch geben. Aber ja, wie gesagt, das in der nächsten Folge. Und dann werden wir uns. Naja, mal gucken. Ach, bis dann.